Moment. Ein Intro für Krogi Tutorial Time. Ich hab nix. Krogi Tutorial Time, yeah. Hallo, herzlich willkommen zu Krogis Tutorial Time. Was geht ab? Heute wollen wir meine PlayStation 5 tunen. Denn ihr wisst ganz genau, ihr wisst ganz genau, was bei der PlayStation 5 nicht ausreicht. Das ist der Speicher. Und dementsprechend habe ich hier schon mal eine PlayStation. Hier ist sie. Ich habe sie noch nie auseinandergebaut. Ich habe ein bisschen Schiss, aber ich fühle mich auch gut damit, ja? Das werden wir jetzt ausprobieren. Und das ist dann vielleicht auch so ein schönes Video, um für andere Leute zu zeigen, okay, es ist super einfach. Man braucht sich nicht vorbereiten. Es wird einfach funktionieren. Dann habe ich hier einen wunderbaren Speicher bekommen. Den lege ich hier nochmal hin. Der kommt hier auf die PlayStation. Und jetzt kann es auch schon losgehen. Ey, yeah, yeah. Ich drehe die Kamera und Chat. Ihr seid mit dabei. Geil. Es kann direkt losgehen. Sticks weg und kaputt. Ich habe einen Schraubenzieher, den habe ich hier. Und wie gesagt, die Festplatte, die ist hier. Und jetzt kann es doch nicht so schwer sein. Ich habe mir sagen lassen, man legt sich die PlayStation so zu sich hin, ja? Und wenn man ein Laufwerk hat oder zumindest die USB-Anschlüsse, die sollen zu einem selbst zeigen. Also die sind jetzt hier sozusagen. Die sollen zu mir zeigen, zum Bauch. Und jetzt soll ich hier an dieser Ecke ziehen. Aber da passiert gar nichts. Da passiert gar nichts. Da soll ich ziehen, an der Ecke. Gar nichts passiert da. Chat, könnt ihr das so bestätigen, Chat? Chat, könnt ihr das so bestätigen? Nee, Gewalt ist das nicht. Man muss nur eine Ecke haben. Eine Ecke muss man haben. Und da muss man es drehen. Don't break it. Da brauchst du einen Breaker. Guck mal, lieber Beispielvideo. Hab ich doch schon! Chat, ihr müsst doch jetzt auch mithelfen. Du musst, glaube ich, ein bisschen schieben. Ja, genau. Du musst ein bisschen schieben. Aber die Ecke will nicht geschoben werden. Ich guck nochmal rein. Also, wenn ich da jetzt so gucke, ja? Ah, doch, 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 doch. Doch, das... Ah, ja, doch. I see. Nabend. Also... Jo, fasse rechts oben an. Nee, ich glaube, ich muss es so und dann... Ah. Schieben, nicht ziehen. Ja, wegdrücken, oder? Genau, meine ich auch. Wegdrücken. Also das... Nee, Chat. Also das hier muss man schon... Moment, ich guck da nochmal. Nee, es ist hier. Es ist safe hier. Es ist safe an dieser Stelle. Es ist safe an dieser Stelle, weil hier... Also, nochmal, Chat. Jetzt ist die große Frage. Caro ist auch da. Caro, wir bauen meine PlayStation auseinander. Weil ich will da eine Festplatte reinbauen. An der Oberseite sozusagen. Ja, genau, das ist die Oberseite. Exakt, die wird hochgehoben, das weiß ich, weil da diese Nüpsels raus müssen. Und da muss ich sie drücken. Aber es ist sehr fest. Es ist wirklich sehr fest. Das ist wirklich strange, habe ich auch gerade gemacht. Hast du es genauso gemacht, ne? Genauso. Und dann nach rechts, exakt. Jesus Christ! Was habe ich für eine PlayStation? Und dann nach rechts, ja, ich weiß, Mann. Ich drücke die gegen meinen Bauch. Hey, es ist so super einfach. Es war so super einfach. Es war genauso. Warum hat es kurz nicht geklappt? Ah, herrlich. Chat, guck mal, das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt. It's so easy. Lol. Kurz. Good job. So, und jetzt ist es so, Chat, dass... Ich könnte mich kurz wieder angucken. Ich bin schon am Schwitzen. Jetzt ist es so, dass in diesem Fach hier der externe Speicher reinkommt. Da kommt der externe Speicher rein. Und in meinem Fall ist es... Also da passt nicht alles rein, muss man zu sagen. PlayStation oder Sony sagt, ey, muss spezieller Speicher sein, geht nicht alles. Es muss ein Generation 4 NVMe Speicher sein, ja? Also eine SSD, NVMe SSD. Und sie sagen, wobei... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist ein bisschen over the top. Aber sie sagen, dass der Speicher ein Heatsink haben muss.
Und ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, aber egal. Dieser Western Digital Black Speicher hat einen Heatsink und ist natürlich optimal dafür. Mit 1 Terabyte Speicher. Und den will ich jetzt reinballern. Chat, seid ihr stolz auf mich? Das ist super easy. Kurbeln, super easy. Ich drehe die Kamera wieder auf die Ballerkamera, auf die Werkskamera. Jetzt habe ich hier diesen wunderbaren Schraubendreher und mache jetzt erstmal hier das Fach lose. So. Ja, der ist perfekt. Der ist perfekt, bitte geschrieben. Geil. So. Ja, das Fach ist ab. Rooks TV rated! Rooks TV! Ich grüße euch, Rooks TV. Kurze Frage an Rooks TV. Was habt ihr gerade so gemacht? Habt ihr gute Laune? Kann man nicht im Chat eingeben, was die gemacht haben? Dann sieht man das. Aber egal. Herzlich willkommen, liebe Raiders. Wir bauen bei meiner PlayStation einen Speicherriegel ein. Ja, jetzt packe ich den mal aus. Diesen wunderbaren Speicher und gucken wir das mal an, was da drin so am Start ist. Ich glaube, ich muss auch diese Abstandsschraube lösen, die hier drin ist. Das zeige ich euch gleich mal. Aber wir gucken einfach mal. Aber kann mir jemand was zum Heatsink sagen? Mario Kart habt ihr gespielt, wie schön. Also ein Heatsink ist doch eigentlich... Ist das einfach ein Kühler, sozusagen ein Kühlerblock auf der Festplatte, oder? Mehr ist es doch eigentlich nicht. Aber mehr ist es einfach nicht. Also wie gesagt, alles könnt ihr nicht nutzen an Speicherriegeln. Dementsprechend bin ich happy, dass ich hier einen habe. Und das ist auch schon ganz schöner Kavenzmann, alter Schwede. Das ist schon echt dicker Brocken. Nimm mal die Kamera, ich drehe das mal um. Ja. Seht ihr das, wie dick der ist? Das ist schon echt für einen Speicherriegel heftig. Okay, bauen wir ein. Kein Problem. Wir sind jetzt ja erprobt. Ich bin wirklich stolz, Chat, dass wir einfach diese Abdeckung abbekommen haben. Jetzt glaube ich, dass man den Speicherriegel gleich mit dieser Schraube hier fixiert. Da ist sie noch. Die muss ich erstmal wieder rauskriegen. Ich weiß gar nicht, ob da mein Schraubendreher auch für passt. Ja, klar, passt. Passt alles. Sexy Speicher. Der Sony-Anwalt hat wohl geraten, auf Nummer sicher zu gehen. Ja, so hört sich's für mich auch an. Mach das mal. Schreib das mal rein, Anwalt. Schreib das mal lieber rein. Und jetzt wird es wichtig sein, wie bei allen Speichern, dass man den so leicht seitlich reindreht. Ja, könnt ihr das sehen? So 45 Grad mäßig. Nee, so kann man es überhaupt nicht sehen. Ich bin wirklich, ich zeig gerade zum ersten Mal was. So ganz ein bisschen angeschrägt. Ja, also nicht einfach reinschieben, sondern ein bisschen schräg. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo das ist. Und dann einfach runter. Und das ist es quasi schon. Jetzt kann ich es festmachen, dann ist der Speicher drin. Und wenn das klappen sollte, dann kann das jeder Dulli. Dann ist es wirklich das beste Tutorial-Video aller Zeiten, was ihr hier auf diesem Kanal jemals gesehen habt, weil es gab auch noch nicht so viele. Aber das ist ja wohl alles. Drittiges Plattenfest hier. Krogi, geht's hier irgendwann mit Kingdom Come Deliverance weiter? Ja, direkt morgen, Alter. Direkt morgen wird Heinrich wieder feist durch die Gegend reiten. Vielleicht mache ich heute noch eine Special-Folge, aber morgen geht's safe weiter, auch lange. Ich mach das mal eben fest. Okay, die ist fest drin. Chat. Das sieht gut aus. Ich möchte aber noch was nachgucken. Eine Sache möchte ich noch nachgucken. Geil, Mann. Ja, morgen. Was ich gerade merkwürdig finde ist... Chat. Was ich merkwürdig finde ist... Aber es geht nicht anders, oder? Nee, es kann nicht anders gehen. Ich hatte irgendwie gerade Sorge, dass ich die falsch reingepackt habe. Aber es ist wirklich idiotensicher, es geht nicht anders. Alles ist gut. Ich wollte nur nichts falsch machen. Ups. Einen Tatrigen hat er. Moinsen, Cody! Hallo! Wie geht's?
Ob ich gecheckt hätte, ob das dieser Speicher von Sony freigegeben wurde. Yes, ist er. Deswegen nehme ich den. Western Digital Black ist drin. Okay, jetzt kann die Abdeckung wieder drauf. Ich hätte mir das eben sparen können, diese Kontrolle. Aber ey, ich habe es jetzt gerade auseinander. Deswegen ist die Kontrolle vielleicht ganz gut. So, das Ding drauf. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Und zwar kriege ich es hin, dass die Abdeckung wieder drauf ist. Hier sind diese komischen Haken. Ich glaube, ich muss das einfach nur draufschieben. Es wird einfach nur draufgeschoben, ne? So. Okay. Easy, Alter. Krass, das war's. Chat, wir haben eine Festplatte eingebaut. Wir haben einfach mal eine Festplatte eingebaut. Wie stolz könnt ihr sein? Ey, F, oder nicht? Festplatte ist drin. Jetzt müssen wir es ja noch testen. Testen wir es auch noch, ob es klappt? Schon gut so. Ist das Elektronik-Äquivalent zu zweimal messen, einmal schneiden? Ging ja richtig fest. Fix. Ging ja richtig fest. Jetzt speichel den Speicher nicht voll. So, jetzt muss ich nur noch hier Strom rantüdeln. Und die PlayStation irgendwie, ich mach's mal hier hin, und die PlayStation noch mit dem Computer verbinden, dann haben wir es doch schon. Muss doch irgendwo ein Kabel haben. Hier, das war ein gutes Kabel dafür. Krogi, wie findest du das Design der PS5? Nicht so geil. Aber ich habe mich dran gewöhnt, ehrlich gesagt. Aber also mittlerweile finde ich es sogar gar nicht mehr so schlimm. Aber ursprünglich fand ich es nicht so geil, muss ich sagen. Was ist dein nächstes Hardware-Projekt? Ich glaube, es wäre mehr genau, als wenn du den TV irgendwie entspielen könntest. Kann ich doch, indem ich die Lampen ausmache, Clary. Aber so will ich das doch nicht. Ich habe doch hier was zu zeigen. Ja gut, mache ich es für euch. Guck mal, ich gehe einfach schnell auf euch ein. So, ui, oh, Alter. Habt ihr mich nah gefühlt, Chat? Das freut mich sehr. So, jetzt habe ich hier den Boy drin. Western Digital Black SSD NVMe, also und dann natürlich Generation 4 SSD und, also PCI Express, das ist wichtig, ja. Mit Heatsink. Ist jetzt drin. Ich bin gespannt, ob's läuft. Krogi, würdest du uns für mal Visage spielen? Boah, ey, ich weiß nicht. Hab ich echt Schiss. Herr Bauer, vielen Dank für die nette Geste des Abonnements. Sehr, sehr nice. Okay, OBS. Wir wollen es sehen. Chat, wir wollen es sehen. Geht es? Geht es nicht? Ich bin selber ganz gespannt. Obacht, gleich explodiert was. Studio-Modus erstmal selber testen, damit ihr das nicht mitbekommt, was ich hier mache. Das habe ich schon gelernt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das nicht alles direkt seht, was ich hier tue. Ich nenne es jetzt mal PlayStation. Und zwar... Mach an. Mach an, du. Du Aumel.
Okay. So, PlayStation kommt. PlayStation kommt jetzt. Oh, die will schon was von mir. Die PlayStation will schon was von mir. Leute, wir gehen direkt ins PlayStation-Menü. Wo ist der Controller? Ich muss alles vorbereitet haben. Ich bin ein bisschen aufgekratzt. Ja, aber ihr versteht doch die Brisanz, ne? Der erste Hardware-Talk hier. Ein ganz kurzes Kabel mit. Okay, geht. Sehr gut. Ja, dann gehen wir jetzt mal, gucken wir jetzt mal, was die PlayStation will. So, alles klar. Die PlayStation, guck mal, wir haben eine Festplatte drin, Chat. Chat, jetzt mal ganz ehrlich, wie geil ist das? Die Platte ist drin. Oh, ich bin einfach... Oh, wie schnell das geht! Wie schnell das geht! Nur Hammer. Lesegeschwindigkeit, yo, alles. Alles klar. Fantastico. Wo habe ich eine Chance liegen lassen? Wie ausschalten? Was wäre denn da gewesen? Was wäre denn da gewesen? Chat, was wäre da gewesen? Sagen Sie es mir. Chat, was wäre da gewesen? Ich will es jetzt wissen. Chat, ihr sollt nett zu mir sein. Was wäre dann gewesen? Da stand nicht ausschalten. Ach komm, ey, ihr seid auch einfach dödelig. Ihr seid so richtige Dödels, ey. Ohne Scheiß. Die Platte ist drin. Jetzt müssen wir die noch einstellen. Und zwar, ja, laber mich nicht voll. Jetzt müssen wir das noch einstellen. Und zwar ist das, glaube ich, unter Einstellungen. Und da müssen wir, glaube ich, auf Speicher gehen. Und dann muss man sagen, yo, SSD-Speicher ist... Moment, nee, jetzt muss ich... Warte. Installationsort, genau. Das muss man noch einrichten. Und zwar Spiele für PS5 bitte auf den Speicher, Spiele für PS4 auch auf den Speicher. Und jetzt kann man sogar, glaube ich, den Speicher freimachen und sagen, ja, ich hätte gerne dieses Spiel hier verschoben. Spielinhalt verwalten. Nee. Oder was doch da? Doch, Spiel und Apps verschieben. Und da kann ich, glaube ich, das jetzt sogar super flott auf die andere Festplatte ballern. Und das mache ich mal. Okay, Far Cry 6 jetzt auf den SSD-Speicher verschieben. Okay, mal gucken, wie lange das braucht. 104 GB. Okay, ist super flott. Das ist traumhaft komfortabel. Ohne Scheiß. Leute, das war... Das ist traumhaft. Es läuft ja alles fantastisch. Alles normal bei mir. Alles normal im Step. Chat, seid ihr stolz auf mich? Jetzt mal ganz ehrlich, seid ihr stolz auf mich? Das ist ja wohl gut gelaufen. Ich habe einfach so mal eine SSD installiert. Hupsekuchen gibt auf jeden Fall direkt einen Daumen nach oben. Jetzt mal ganz ehrlich, ihr seht gerade, wie schnell 107 GB von dem internen Speicher auf den auf die SSD kommen. Und das ist ja wohl total geil. Mensch, es fühlt sich an. Nicht ausschalten. Es fühlt sich an wie ein echtes... Wie ein echtes Video, was Leute helfen könnte. Der Anspruch war niemals da, Leuten zu helfen mit Videos, ja? Aber es könnte sein, dass das wirklich ein Video ist, wo ich jetzt einen Cut setze und sage, hey, guckt's euch an, so baut man eine externe Festplatte ein in der PlayStation. Why not? Und in diesem Fall ist es die WD Black, ja? Western Digital Black, 1 TB und, PCI Express natürlich, Generation 4. Eine Festplatte, die funktioniert. Nice. Krugmeisterlich. Krugmeisterliche Leistung. Ist verschoben. Fett. Ja, Chat. Das haben wir gelöst. Ich bin großartig zufrieden. Eine sehr schöne Leistung. Machen wir direkt aus. Oder wollen wir einmal kurz mal spielen? Einmal kurz irgendwo reinzocken? Aber das macht ja keinen Unterschied. Wir können ja mal Far Cry 6 jetzt eben starten. Das müsste doch jetzt auch super schnell laden, oder? Macht das einen Unterschied? Ich weiß nicht. Aber kommt auf jeden Fall. Was von der Platte zocken kurz. Gut zocken, ob es funktioniert. Das ist eine SN850, ja, ganz genau. WD Black SN850. Aber ich freue mich, wenn Dinge funktionieren. Was soll ich sagen? Ich freue mich da einfach. Hier ist Nebel reingekommen. Kommandante ist in hier. Der Knuffi Nader hat reingenebelt. Ja, guck, geht direkt sofort los. Easy.
Deine Emotes sind richtig süß geworden. Ja, finde ich auch. Die sind richtig geil. Die kommen mit guter Unterstützung von Caro sind ganz viele dazugekommen. Und natürlich von Fox. Von Fox. Little Fox Panda. Ist sie doch schon. Die Crabs sind richtig geil. Also ich hab schon wieder Bock zu zocken, muss ich sagen. Guck mal. Ja, ging flott. Schüttel die Kiste mal. Wenn irgendwas leicht klappert, ist irgendwo eine kleine Plastiknut abgebrochen. Träumchen. Ne, ist es nicht. Ist gar nichts abgebrochen. Das hat alles einwandfrei funktioniert. Ich zeig's dir. Hier klappert gar nichts. Gar nichts klappert da. Die Frage, läuft das Spiel noch? Na klar läuft das noch. Easy. Geil. Alles geil gelaufen, Leute. Alles easy. Okay, PlayStation haben wir geschafft. Freunde, das ist jetzt ein YouTube-Video, ja? Wenn ihr hier kommentiert, abonniert, liked, ist alles nice. Ich mache jetzt hier einen Cut. Bis zum nächsten Mal.